Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie, wie fast immer, Jojo Long und Hobi Hui. Heute muss ich mal ein gutes Wort für die Taiwaner einlegen. Ich bin ja sonst immer der Meinung, die Taiwaner sind die Weltmeister der Verschwendung. Ja, sie sind richtig verschwendungssüchtig. Nein. Aber in Sachen Altpapier, also da sind sie tatsächlich vorbildlich. Ja. Muss mal gesagt sein. Ne? Ja, doch, ja, doch, doch, doch. Ja. Das kenne ich ja sogar. Das kennst du. Als ich noch klein war, haben wir zu Hause auch Altpapier schon sammeln. Als du klein warst. Ja, genau, genau. Da war ich ja noch kleiner. Ja, natürlich. Du warst noch nicht geboren. Was? Glaubst du? So jung bin ich auch nicht mehr. Nochmal zurück zu meiner Geschichte. Da habe ich mit meinem Bruder und Schwester immer fleißig Altpapier gesammelt. Ja? Und jedes Mal, wenn jemand mit einem Schubwagen an unsere Haustür vorbei. Der Altpapiersammler kam, genau, mit der Schubkarre. Genau, Schubkarre. Ja, nicht mit Auto, sondern Schubkarre. Damals, genau, ja, genau. Und wenn der kam, und dann brachte ich ja schnell Altpapier, Bunde, meistens Zeitungen. Ne? Zudem gab ich Altpapier ab, dann bekam ich ein Bonbons. Ach, das ist ja nett. Ja, ja. Das war wirklich eine Freude. Daher tun alle Kinder ganz gerne und sammeln ja fleißig. Der kommt auch noch von Haus zu Haus. Das ist ja ein Service. Du. Ja. In Deutschland muss man doch da zur Altpapiertonne fahren. Oder in kleineren Orten wird das gar nicht mehr aufgestellt. Da muss man dann zum Recyclinghof fahren. Ja. Mhm. Oft 1-2 Kilometer draußen vor dem Ort entfernt. Ja, das ist ja praktisch. Das war in Taiwan schon vor 100 Jahre. Vor 100 Jahren so. Interessant, ja. Und man kriegt auch noch was dafür. Und das ist bis heute, ne? Bis heute, wenn man Altpapier irgendwo abgibt, gibt es dafür Geld in Taiwan. Ach so, ja. Nicht mehr Bonbons. Das, ja. Du hast damals noch Bonbons. Aber ich habe ja auch relativ viel Altpapier mal abzugeben. Gut, der Preis ist jetzt schon sehr gesunken. Also ich überlege es mir jetzt zweimal, ob ich das selber abgebe oder ob ich das einfach dem Altpapiersammler gebe und denen dann das verdienen lasse. Also unser Lager ist ja mal wieder im Umzug begriffen. Ne? Und da hatte ich letztes Mal das ganze Auto voll. Und mein Auto ist jetzt nicht so ein kleines Auto, sondern ein Caddy, VW Caddy, unser Firmenwagen. Mhm. Das waren schon so, ich glaube, 300 Kilo Altpapier. Schon viel, sehr viel. Der ganze Caddy voll. Und dann gab es tatsächlich, ich glaube, 1,8 Taiwan-Dollar pro Kilo. 1,8? Ja, also so 500 Taiwan-Dollar habe ich dann bekommen. Ich dachte, ich würde mehr bekommen. Ne? Ich dachte mir, der ganze Wagen ist voll, ganz schwer. Ne? Und dann dachte ich mir, jetzt bekomme ich bestimmt über 1000 oder so. Aber na, es war dann nur so 500. Aber immerhin, ne? 500, da kann man schon 4 Mittagessen kaufen. Auch bei uns in Xinjiang. Und 4 Kaffee trinken. Ja, das ist eigentlich okay. Und vor allen Dingen, du hast dadurch auch Sport getrieben und dann auch zum Umweltschutz beigetragen. Ja, so, ja. Super. So, ja, so gesehen, und noch ein bisschen so gesehen, Geld. Sollte ich auch weiter sammeln. Nee, aber eigentlich lohnt sich das für uns nicht. Ne? Normalerweise haben wir immer nur einen Karton Altpapier vielleicht pro Woche. Mhm. Und da jetzt extra zum Recyclinghof zu fahren, also der Lumpensammler oder der Altpapiersammler kommt nicht zu uns ins Lager wie bei dir damals und gibt uns dann Bonbons dafür. Nee, also wenn wir das Altpapier verkaufen möchten, müssen wir schon zum Recyclinghof auch. Aber der ist gleich neben dem Lager, also gleich neben den Industriebezirken sind meistens solche Sammelstellen. Da gibt es in Taiwan ganz viele. In jedem Ortsteil gibt es 2 bis 3 so nicht nur Altpapier, sondern auch Alteisen, Altplastik. Nur kein Holz. Also Holz nehmen sie nicht. Da muss man sogar für zahlen, wenn man das irgendwo abgeben möchte. Holz ist schwer loszubekommen, ja. Mhm. Wo war ich? Altpapier, Alteisen, Altplastik. Glas. Auch Aluminium, also Aluminiumbüchsen und Geräte, also ganze Geräte, Kühlschränke, Computerbildschirme. Das kann man alles abgeben und dafür alles Geld bekommen. Mhm. Nicht viel, aber immerhin. Also, und es gibt auch Leute, die haben das zu ihrem Beruf gemacht. Ja, also die arbeiten meistens nachts. Ja, die gehen dann nachts oder spätabends gehen sie zu bestimmten Firmen. Da sind die fast schon vertraglich mit denen verbunden. Also nicht in Wirklichkeit, aber
nach Gewohnheitsrecht bekommen Sie von bestimmten Firmen dann Altpapier oder eben dann auch Aluminiumbüchsen oder diese Plastikflaschen. Und dann karren die das über Nacht zur Recycle-Stelle und dann am Morgen können Sie das dann in Bares umtauschen sozusagen. Also da sehe ich, ich fahre auch oft in der Nacht eben, muss ich irgendwelche Sachen von Lager A nach Lager B bewegen. Da sind oft verschiedenste Leute unterwegs, meistens ältere Menschen, so um die 60, 70, manche sehr erbärmlich, also manche schon mit gekrümmten Rücken, das tut mir dann immer sehr leid. Und manche aber auch im jüngeren Alter, die das auch wahrscheinlich sehr effektiv machen und dann tatsächlich auch gut davon leben können. Ich schätze, die kriegen so 1.000 bis 2.000 Taiwan-Dollar pro Tag. Oh, gar nicht schlecht. Durch diese, ja, manche kommen auch mit LKW, also genau. Die laden den ganzen LKW voll mit Altpapier und Altplastik, Alteisen. Und Eisen ist eigentlich am besten bezahlt. Ja, also da, wertvoll. Ja, da muss man Papier. Nur so ein paar Stücke hinbringen, dann bekomme ich auch 500. Ne? Wir hatten da in dem neuen Lager mussten wir die Wasserleitungen rausreißen. Das waren alles schwere Eisenleitungen. Und ich habe da nur so, ich glaube, so 5 oder 6 Rohre hingebracht. Gab es auch schon 500 für. Oh. Das war, da dachte ich mir, oh, das ist, oh, gar nicht schlecht, ne? Lukrativ hier, ja. Alteisen. Ja, leider kenne ich keine solche Recyclingstelle. Ne? Wie gesagt, ich bin ja vor kurzem oder vor fast ein Jahr umgezogen. Bei uns gab es natürlich damals noch sehr viele alte Möbel oder dies und das. Und wir haben alles da gelassen. Auch nicht alles. Also bevor wir unseren Haushalt auflösen, kamen schon einige Nachbarn oder meine Putzfrau und ihre Nachbarn. Und die haben schon gefragt. Ja, genau. Warum nicht? Ja, wir hatten damals sehr viele Klimaanlagen und gab es auch 2 Fernsehapparate und Herde, alles doppelt, ne? Weil wir 2 Haushalte sozusagen gehabt. 2 Stockwerke hattet ihr belegt. Ja, und die haben wirklich vorher schon alles bestellt. Ja. Na, ich möchte ja A und ich möchte B und C. Und das, wir hatten uns auch natürlich darüber gefreut, weil das könnten weiterverwendet werden. Das ist schon, lohnt sich eigentlich. Na. Und daher, die haben schon am letzten Tag alles weggebracht. Das war natürlich auch ein bisschen unangenehm, weil wenn das Fenster oder Klimaanlage da ein Loch gab. Ach so, wo die Klimaanlage war, da ist dann ein Loch in der Mauer. Genau, okay. Genau. War schon ungünstig. Aber auf jeden Fall, das haben wir die meisten, die keine weggeschleppt hatten, dort gelassen. Aber ich weiß, wurde dann alles mit dem Haus zusammen abgerissen. Genau, alles, genau. Genau. Ach, das hätten wir früher sagen sollen. Ich hätte viele Sachen gehabt, die ich weghauen möchte. Genau. Ein Nachbar von uns hat extra Firma bestellt. Die kam hier und viele abgerissen und weggetragen und das hat 10.000 Taiwan-Dollar bezahlt. Ja, bezahlt. 300 Euro zahlen. Ja, und so, damit die alle diese Dinge dann weiterverkaufen könnten. Eigentlich nach dem Grunde. Und wenn man es will, man könnte auch zum Beispiel alte Möbelstücke, Tür, Tisch und Stühle, Bett und alles vor der Tür stellen und Umweltschutzamt holt dies ab. Ja, das ist also ganz kostenlos. Gut geregelt in Taiwan. Das ist wieder kostenlos. Genau. Also wenn man Möbel hat, die werden kostenlos eingesammelt. Aber man muss anrufen. Man darf sie nicht einfach so auf die Straße stellen. Das ist wieder illegal. Sondern man muss anrufen, dann Zettel schreiben. Diese Möbel werden so und so am so und so vielten von der Umweltbehörde abgeholt. Das muss dann so auf der Straße auch klar beschildert werden, ja, wo man das abstellt. Ja, früher, als wir noch da wohnten, da hat mein Mann Altpapier auch gesammelt und er hat ja dann die zusammengebunden und dann nach unten gebracht. Viele so alte Männer oder Frauen, die kamen einfach vorbei, um das abzuholen. Ne? Nicht gegen Geld, aber dann tun sie auch. Genau, sie Service. Kriegen ein bisschen Geld dafür und das ist eben, wie ich vorher schon meinte, das ist nicht so viel, dass es sich für uns lohnt, dass wir die Zeit da aufwenden, da hinzugehen. Aber die machen das sowieso anscheinend. Die sammeln da von verschiedenen Wohnblöcken oder Firmen Altpapier ein und dann läppert sich das zusammen und dann lohnt es sich wieder da, eben diese Tour zum Recyclinghof für die. Und manche leben davon. Manche leben richtig davon und für manche ist es vielleicht nur so ein
dazu verdienen. Aber in Taiwan, man gewöhnt sich wirklich Altpapier zusammen oder überhaupt Mühe zu trennen, ja, schon immer so. Taiwans Müheentsorgungssystem ist eigentlich schon sehr bekannt. Also überhaupt Mühe wird nicht auf dem Boden liegen lassen. Zu der bestimmten Zeit, da hört man einen Mühewagen kommen. Erkennungsmelodie. Ja, sehr bekannt. Und da wird auch getrennt, eben an bestimmten Tagen kommt der Müllwagen für was? Für Recycling oder dann manche Tage mit welchem Recycling-Ding, manche nur für normale Haushaltsmühe. Aber gibt es da nicht verschiedene Farben für verschiedenen Müll? Also zum Beispiel für Plastikflaschen blaue Tüten, für... Das war in Deutschland so. Da gibt es Tonnen, da gibt es verschiedene Tonnen. Ja, genau, verschiedene Aber Tonnen. Aber woher wissen die dann von dem Mülldienst, was ist? Ja, man muss... Muss man das dazu sagen? Ja, dazu sagen. Ach so. Und es gibt auch verschiedene Tonnen. Ah, du hast noch nie Haushaltsmühe. Ja, tut mir leid, ich wohne in so einem Gemeindebezirk, da haben wir eine eigene Müllabfuhr. Die holt das einfach vom Gartentor ab. Ne? Man hängt dann den Müll einfach ans Gartentor. Es sieht nicht schön aus, aber es ist... In Taiwan stört das niemanden, weil das halt jeder so macht. Oder nicht unbedingt ans Gartentor, vielleicht neben dem Gartentor. Bei uns ist so ein Telefonleitungsmasten. Da haben wir verschiedene Haken schon, da können wir dann die Mülltaschen dranhängen. Und ja, da muss man auch wieder aufpassen, wenn man das am Abend schon macht, dann kommen vielleicht die streunenden Hunde und knabbern da was raus und da liegt der ganze Müll auf der Straße verteilt. Deswegen nehmen wir den Müll erst meistens am Morgen raus. Außer es ist geruchloser Müll, so Plastikteile oder ja, Sachen, die nicht von Tieren gegessen werden können. Ja, solche Mühewagen kommen regelmäßig in verschiedene Sammelorten, um die Mühe zu sammeln. Und manchmal kommen die Wagen nicht nur ganz alleine, sondern zu zweit oder manchmal zu dritt, je nachdem, wenn an welchem Tag welche Recycling-Ding geholt werden. Auf jeden Fall, man kann ja, wie gesagt, diese Altpapier dann an diese Mühewagen geben oder man kann sich dann zu der Mühesammelstelle geben, sodass man gegen ein bisschen Bezahlung bekommt und so. Überhaupt, Taiwans Papierindustrie ist eigentlich sehr, sehr fortschrittlich. Ja. Das wusste man vielleicht vorher nicht. Wussten wir beide vorher nicht. Ja, das muss ich nochmal lobend erwähnen. Vorbildlich. Vorbildlich ist Taiwan bei der Altpapierwiederverwertung. Ja, genau. Und nachdem ich recherchiert habe, weiß ich jetzt, also aus ein weißes Papier kann in Taiwan im Durchschnitt 6 bis 7 Mal weiter verwertet werden. Also du meinst, das ist der ganze Zyklus, ne? Man benutzt das und dann kommt das wieder zum Altpapier und wird nochmal ein neues Stück Papier daraus gemacht und das Ganze 6 bis 7 Mal, das ist schon quasi schon oft an. Ja, das ist schon eigentlich über den Weltdurchschnitt. Es ist aber immer noch etwas vage. Hast du nicht da konkrete Zahlen? Ja, wir brauchen immer so Gewichte oder so Container, um uns das vorstellen zu können. Zahlen. Ich habe natürlich Zahlen. Also in Taiwan wird jedes Jahr 4,5 Millionen Tonnen Papier hergestellt. Oh, 4,5 Millionen Tonnen Papier. Genau. Ja, gut, die Taiwaner, die haben schon viele Druckerzeugnisse. Ja, also nicht nur Bücher, sondern auch diese ganzen Geschenkverpackungen, ne? CD-Verpackungen und Pizzakartons, ja, also es wird schon auch viel und die ganzen Designer, also die Designer leben ja eigentlich davon, irgendwelche Sachen zu erfinden, die man gar nicht braucht, aber die Unmengen von Papier verbrauchen. Und sind natürlich alle schön anzusehen, ja, das schon, das muss man den Designern schon lassen, sie machen schöne Sachen, aber Das guckt man dann eine bestimmte Zeit lang an und dann wird es wieder weggeworfen. Ja. Ja, oder Toilettenpapier. Das ist aber dann wirklich aus Altpapier. Ne? Okay. Oder Exportkartons. Taiwan exportiert ja auch viel. Da brauchen die natürlich Verpackungskartons. Ja, klar. Also vieles wird ja Papier gebraucht.
Wie gesagt, Taiwan produziert jedes Jahr 4,5 Millionen Tonnen Papier. Mhm. Und davon sind 3,4 Millionen Tonnen aus Altpapier. Nein. Doch. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich über dem Weltdurchschnitt. Ja, genau. Ja, ja, ist gut, ne? Das heißt, ja, okay, das macht das Ganze auch Sinn. Ja? Jedes Mal, wenn ich zu dieser Recycle-Stelle gehe, da türmt sich das Altpapier und dann kommt wieder dieser Baggerfahrer und presst das Ganze zusammen, damit noch mehr Leute ihr Altpapier abgeben können. Oft wird das auch noch bewässert, damit es weich wird und damit man es noch besser zusammenpressen kann. Und dann alle paar Tage kommt ein riesen LKW und nimmt das Papier mit zur Fabrik. Wieder Platz für mehr Altpapier zum Abgeben. Ah, Wahnsinn, 3,4 Tonnen aus Altpapier. Das sind ja vier Drittel. Ja, genau. Ich denke, dazu braucht man wirklich sehr viele Technik, ja. Hightech ja. sogar. Ne? Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, diese Papierindustrie braucht ja sehr viel Wasser, um diese Papier zu weichen. Mhm. Und dann natürlich auch viel Technik und viel Energie. Ja, ja, Dampf oder Hitze und ja, alles. Ne? Und man muss auch sehr gut Abwasser recyceln oder überhaupt auch das Wasser werden sie dann recyceln, sodass die weiter verwendet werden können. Also man wird jetzt nicht zum Umweltverschmutzung bringen. Das ist ja perfekt sozusagen. Also das Wasser, das zum Aufbereiten von Altpapier gebraucht wird, wird dann nicht einfach ins Abwassersystem wieder abgeleitet, sondern wird auch nochmal verwertet, auch nochmal verwendet. Genau. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja. Man versucht nicht zu Umweltverschmutzung zu bringen. Ja, so wenig wie möglich. Also nicht geht ja gar nicht, glaube ich, aber so wenig wie möglich. Ja, das ist schon gut. Hört sich gut an. Ja, wie vorhin gesagt, Taiwan produziert jedes Jahr 4,5 Millionen Tonnen Papier und es liegt auf dem 17. Platz auf der Weltrangliste. Das heißt, Taiwan produzierte schon sehr viel Papier und exportieren die auch. Ah, okay. Aber umweltfreundlich ist es ja nicht, wenn man so viel Papier produziert, ne? Nein, das stimmt ja nicht. Wie ich gelesen habe oder recherchiert habe, man hat Mühe gegeben, und zwar Luft zu filtern und Wasser filtern und wie gesagt auch. Also besser Taiwan produziert das als irgendein anderes Land, das eben nicht diese tollen Standards einhält. Ja. Toll, ja, toll, 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 die haben wirklich gute Arbeit geleistet. Ah ja, da können wir uns mal selber auf die Schulter klopfen, obwohl wir gar nicht in der Papierproduktion tätig sind. Okay, vielen Dank, verehrte Zuhörer, dass Sie wieder mit dabei waren bei Kaleidoskop von Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschieden sich wie fast immer Chou Bi Hui und Jojo Long. Bye, bye. Aus Taipei.